Engel, Aladia und der Neubeginn. Hallo, liebe Freunde. Ist es nicht so, dass wenn wir morgens aufwachen, glauben zu wissen, was uns der kommende Tag bringen mag? Aber ist dieser Tag nicht wie jeder andere Tag zuvor? Deshalb haben wir auch keine Furcht vor dem neuen Tag. Ist dieser Tag wie all die Tage zuvor? Wissen wir das oder beginnen wir jeden Tag neu, indem wir darauf vertrauen, dass uns der neue Tag Zufriedenheit und Wohlergehen bringen wird? Wahr ist, dass wir nicht wissen, was der neue Tag für uns bereithält, mit jedem Augenblick und jeder Stunde. Sie sind nicht immer berechenbar und zu beeinflussen. Die Wahrheit ist, dass eine Veränderung das Einzige ist, was sicher ist. Wovor haben wir also Angst? Angst vor einem Neubeginn? Warum haben wir hierzu kein Vertrauen? Wir funktionieren und bleiben in unseren Lebenssituationen einfach stehen, anstatt lebendig im Fluss unseres Lebens etwas Neues zu bringen und zu beginnen. Wagen wir es und suchen nicht nach Ausreden wie keine Zeit, nicht morgen, nicht übermorgen, später, später. So schaffst du es nie. Zunächst musst du dir die Frage stellen, ob du überhaupt etwas verändern willst. Aber dein Leben gefällt dir derzeit nicht wirklich. Also, wenn du etwas verändern willst, musst du auch dazu bereit sein. Engel Aladia kann dein Verbündeter sein. Er ist an deiner Seite und gibt dir neuen Mut. Gehe mit Aladia auf die Reise zu Erneuerung. Nimm dir ein wenig Zeit. Besorge dir eine grüne Kerze und ein Blatt Papier und zünde die Kerze an. Schaue einige Augenblicke in die Flamme der Kerze und überlege, was du in der nächsten Zeit verändern möchtest und für Erneuerungen du schaffen möchtest, wofür dir bisher der Mut fehlte. Rufe Engel Aladia zu dir und bitte ihn, dass er dich in den nächsten 4 Wochen begleitet. In diesen 28 Tagen musst du jeden Tag etwas Neues tun. Dies muss nichts Besonderes sein. Nur täglich etwas Neues, zum Beispiel eine andere Sorte Kaffee oder anstelle Kaffee eine Teesorte oder eine neue Zeitung, ein Buch kaufen, darin lesen und so weiter und so weiter. Mache etwas Neues an deinem Arbeitsplatz. Reagiere auf Fragen oder Situationen völlig anders als sonst. Lege alte, lästige Gewohnheiten ab. Die grüne Kerze musst du jeden Morgen, jeden Tag wenige Zeit anzünden. Und daran denken, was du an diesem Tag neu machen willst. Mache dies auch am Abend und reflektiere, was du am Tag Neues gemacht hast und ob es dir gelungen ist. Dies musst du auf dem Blatt 28 Tage lang notieren. Tu es mit Freude, es sollte dir nicht lästig sein. Danach bitte Engel Aladia, bei dir zu sein, dir Mut zu Erneuerungen zu geben und dass du die 28 Tage auch durchhältst. Du wirst sehen, dass du in dieser Zeit zu neuem Mut findest. Und vergiss nicht,
dass Engel Aladdia stetig bei dir ist und dich in deinen Handlungen begleitet und unterstützt. Nach diesen 28 Tagen gib deine Wünsche zu deinem Neuanfang an den Engel ab und gib ihm dein Versprechen, dass du seine Hilfestellung erkennst und du die neuen Wege gehen wirst. Denke daran, dich beim Engel Aladdia zu bedanken. Ich wünsche euch viel Freude bei all euren Erneuerungen und den Mut und Erfolg für den Neubeginn in eurem Leben. Denkt auch daran, wenn ihr Fragen hierzu habt, könnt ihr mich anrufen. Ich gebe euch auch die Hilfe. In Liebe, eure Diria.